Ashen Festung. We're getting close, but there are guards all over the ground. We should head down to the catacombs. That will be our best shot at getting to the inner key. Okay, finde einen Weg unter die Festung, unter der Festung. Ich spaß mir jetzt auch nach oben zu gehen, egal ob da was ist oder when nicht. When this is all over, I hope it was worth it. Gut, da drüben spare ich es mir vielleicht mal lang zu gehen. Oder? Was denkst du so, Junge? Bringt's mir was, durch deine Tür zu gehen? Nicht wirklich, ne? Na, wir machen es trotzdem mal. Oh ja! Ich gehe wieder. Immerhin gibt es nochmal 200 Punkte dafür, dass es unbemerkt war. So, dann gehen wir vielleicht doch eher in diese Richtung. Könnte vielleicht besser passen. Immer weiter Treppe ab. Die Katakomben. There's something wrong with the air down here. When you see that foul color, move fast and try not to breathe. Schauen wir mal. Die Wachen scheint es ja nicht so sehr zu stören. Ah, ich kann mich hier zwar verstecken, aber eben nicht lang, ne? Das ist natürlich uncool. Ach du Kacke. Da nehme ich Schaden auch noch. Na, Spitze. Ah, hier war nix. War nix. Oh, shit. Deswegen war das rot. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ist es denn rot? Okay. Gut, hat uns jetzt ein bisschen Leben gekostet, aber naja. Ein Heim der Ahnen heißt die Mission übrigens. Finde ich immer komisch, dass das gar nicht mit dasteht. So, was haben wir denn? Töte geräuschlos alle Wachen in den Katakomben. Das wollen wir nicht. Locke eine Wache mit einem Toten an und töte sie geräuschlos. Schon wieder so viel zum Töten. Nein, ich will doch gar nicht töten. Mann, 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 Mann. So, bringt mir das denn was, hier die Kiste wegzuziehen? Ach, hier ist ein Zugang drunter. Das ist schön. Gucken wir mal kurz hier, wie das aussieht. Wir könnten auch irgendwie hier rüber. Wo kommen wir denn da hin? Den Weg nach unten können wir dann immer noch austesten. Aha, siehste mal. Und noch ein Bonuslevel dazu. Das ist ja hier ein Träumchen. Okay. Schicksalsraum. Kratze die Schichten ab, um das zu befreien, was sich daran befindet. Hä? Na klar. Wenn es sonst nichts ist. So, haben wir das? Können wir jetzt schon mal irgendwo anders hin damit? Ja, könnten wir, sagen wir mal so. Ja, passt. Doch, passt. Okay. Wollte gerade sagen, passt nicht ganz, aber hat doch hingehauen. So, da unten geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter für uns. Ach, ich kann hier gar nicht dran, ne? Hm. Ditte ist natürlich doof, weil und so. Hier oben kann ich nicht... Oh, da kann ich doch reinwerfen. Ist ja Wahnsinn. Ha. Cool. Ja, wenn er so viel Toleranz hat, dann ist das natürlich sehr schön. Komme ich denn von hier aus an das da unten ran? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Hm. Habe ich das denn jetzt getroffen? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Das ist deaktiviert. Bringt mir jetzt bloß nicht so viel. Ich weiß gar nicht, was jetzt deaktiviert wurde dabei. Da komme ich jedenfalls nicht ran. Erstmal Lampen zerstören. Ah, hier oben. Hier ist noch was. Kann ich die denn irgendwie treffen, die Dinger? Nee, ne? Ich glaube, die treffe ich wirklich nicht von unten aus. Und das hatte ich doch schon, ne? Komm mal.
Entweder ich hatte es schon oder es bringt mir nichts. Nee, ich glaube, ich hatte es noch nicht. Aber wo kommen wir jetzt weiter? Ist die Frage. Blöd. Warte mal, ist ja... Hier oben ist ein Zugang. Warum sagt man das? Ach so, das ist der Ausgang. Nee, das will ich ja gar nicht. Das ist ja nicht so mein Anliegen. Hier drüben, das ist nix. Hm. Gebt mir Hinweise, Leute. Gebt mir Hinweise. Habe ich immer noch schon aktiviert. Hier drüben ist auch keine Plattform. Das heißt, irgendwie komme ich da nicht auf die Art und Weise ran. Hat keinen Sinn. Hier oben ist noch... Warte mal. Ja. Achso, ich kann es natürlich auch einfach auf die Art und Weise machen. Was, das habe ich schon zerschossen? Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bringt mir denn das was? Nicht wirklich, ne? Nee. Habe ich das doch schon getroffen gehabt? Mist. Und ich dachte, ich habe da irgendeine neue Ecke erwischt jetzt. Blöde. Auf der anderen Seite haben wir da auch irgendwie sowas. Es gibt hier auf jeden Fall... Ja, es gibt da auch sowas. Machen wir es doch so. Läuft. Was haben wir denn deaktiviert? Hier unten ist der Querstrahl ausgegangen. Das heißt, ich passe jetzt hier in der Mitte durch, oder? Ja, tue ich. So, hatte ich das schon? Scheinbar, aber das noch nicht. Ah, bingo. So, machen wir erstmal hier rüber. Gut, soweit in Ordnung. Und das sollten wir uns doch jetzt so holen. Ja, geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber am Ende... But with the leisure of choice, it loses its charm. Okay. Dann können wir uns jetzt mal auf in dieses Lüftungseckchen hier drüben machen. Und mal schauen, ob uns das irgendwie weiterhilft. Ich muss ja sagen, unsere Sauerstoffanzeige sinkt ziemlich schnell. Also dafür, dass er hier der ausgebildete Superkämpfer ist, hat er einen ziemlich kurzen Atem. Okay, aber wir scheinen sowieso am Ziel zu sein, so wie es aussieht. If we get that hatch open, we can sneak right under the outer walls. Öffne den Weg in die Katakomben. Alles klar. Ich frage mich gerade, wofür ist denn diese Kiste hier? Hat mal wieder einen Zugang verdeckt. Okay. Gehen wir doch erstmal hier rein. Schauen uns das erstmal an. Und machen das erstmal kaputt. Hilft uns das auch draußen weiter oder ist das... war das gerade eben auch schon so? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Oh Gott, die kommen ja hier rüber. Ja, ich gehe dann mal hier rein, ne? See you. Ah, der eine kommt echt hier rüber. Na gut. Sobald er kommt, werde ich mich mal hier unten durchschleichen. Bis bald. Funktioniert doch. So, wir schleichen dann einfach mal durch die Ecken, die nicht so gut zugänglich sind. Hier sollte ich hin, oder was? Ich glaube schon. Gucken wir mal. Ja, hier oben. Ah, okay. Ja, komme ich da denn nicht hin jetzt schon? Ach ne, ich muss oben durch. Ah, Mist. Das ist natürlich unschön. So, wie komme ich denn hier an den Generator ran?
That's the question. Können wir den vielleicht aus der Ferne gleich zerstören? Nein. Dafür reicht es dann noch nicht. Aber bei dem Ding hier sollten wir uns doch verstecken können, genau. Kopf weg, nicht, dass der plötzlich abrasiert wird. Ah, schön. Finde ich positiv. So kann ich leben. Das war knapp. Show yourself. Nicht doch. Schaut er noch? Hey, nein! Ah, Leute. Komm schon. So weit ich über die Kante geguckt habe. Ihr seid miese Säcke. Danke für den Speicherpunkt. So, vielleicht machen wir erstmal das Licht hier kaputt. So, und dann gehen wir einfach mal wieder nach oben. Und warten hier. Den kurzen Moment. Denn der Arsch, der leuchtet hier immer wieder die Ecke aus. So, bist du denn fertig? Dankeschön. Ich gehe mal lieber wieder weg, nicht, dass die plötzlich so aus irgendeinem seltsamen Reflex heraus nach oben leuchten. Was machen die denn? Keine Ahnung. Ach, die bleiben dort. Na gut, wenn sie meinen. So, ich gehe dann mal hier oben lang, ist vielleicht besser. Nein, 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 nein. Oh nein, verdammte Scheiße. Warum? Mir nicht einfach, Leute. So. Vielleicht mache ich mal gleich auf der rechten Seite hoch. So, kletter noch mal gleich hier hoch. Wunderbar. So ist doch in Ordnung. Da stören die uns gar nicht erst. Und wir kommen endlich rein. So, was ist denn das hier überhaupt? Ah, wir haben die Lupe geöffnet. Geh in die Katakomben. Wir sind drin. Looks like there's nowhere to go but down. Be sure to hold your nose. Ein Heim der Ahnen haben wir damit geschafft. Ja, so einige sind auf uns aufmerksam geworden, ne? Aber immerhin haben wir ganz gut Punkte gesammelt, die haben wir wenigstens alle gekriegt. Zwei Rollen gleich verpasst diesmal, das ist natürlich nicht so schön. Wieder mal zwei Siegel, die was mit Töten zu tun gehabt hätten, also nicht in Frage gekommen sind für mich. Ja, gut, wir hätten natürlich noch die zwei Siegel finden können, keine Ahnung, wo die jetzt waren. Gut, eins war bestimmt nach oben hin, wo wir jetzt gleich nach unten gegangen sind in den Katakomben. Was soll's, ist egal. An dieser Stelle werde ich aber mal die Aufnahmesession beenden und wir schauen uns dann beim nächsten Mal einfach an, wie diese Katakomben eigentlich von innen aussehen und ob wir Graf Karajan dann kriegen und ob damit die Geschichte dann schon fertig ist, wenn wir ihn kriegen und vernichten oder ob da vielleicht noch irgendein Plot-Twist kommen könnte. Wer weiß, könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Denn auch Aura klingt immer so, als ob sie da irgendwelche Zweifel hätte, ne? Oder als ob sie Zweifel bei uns streuen möchte, so kommt es mir bald vor. Wir werden es sehen, lasst euch überraschen. Macht's gut, bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein!